Wir haben was ganz Verrücktes heute Nacht vor. Wir werden auf Kalmare angeln. Kalmare sind räuberische Tintenfische, die mega lecker sind, mega aggressiv und zur Lieblingsspeise der Schwertfische gehören. Jetzt gilt es erstmal, das Boot sicher zu verankern, die Kalmare zu fangen, uns nicht beißen zu lassen und dann kommen die Schwertfischrouten raus. Mega spannend, bleibt dabei, auf geht's! Wir sind jetzt hier einmal die ganze Kante abgefahren, hier oben war leider nicht so viel, aber hier unten sieht das nochmal ganz gut aus, da ist so eine Auswölbung und die Strömung kommt schön von unten und wird sich dann da irgendwie ein bisschen brechen, sagen wir mal so, da lang ziehen und auch hochgedrückt werden und das ist für uns natürlich genau das, was wir wollen. Und Abfahrt, da fliegt da runter der Anker. Wir müssen auf jeden Fall, wenn man hier draußen auf dem Meer ankert, ein bisschen Nachtwache halten. Deswegen werden wir uns ein bisschen abwechseln. Ich habe mich hier oben auf dem Oberdeck schon mal eingenistet. Ich habe da unsere Kettdecke dabei. Die könnt ihr gut im Flieger mitnehmen. Und die hält euch richtig gut warm. Und ist auch von außen schön wasserabweisend. Also da werde ich mir es bequem machen. Und jetzt werden wir die Kalmarruten vorbereiten. Auf die räuberischen Kalmare gibt es ganz spannende Angelmethoden. Und bevor ich euch zeige, wie das funktioniert, was da an Start geht, will ich euch noch ein kurzes Schauermärchen erzählen. Denn wir haben hier von einer Tauchschule auf Mallorca erfahren, also da geht das Gerücht um, es gibt ja hier auch diese Nachttauchscheine und Tauchkurse, wo die Taucher in Dunkelheit ins Meer gehen und dann umherdümpeln. Und da sollen Kalmare aufgestiegen sein, die werden ja auch richtig groß, so 2,50 Meter, 3 Meter, zu den Tauchern hoch, haben die umtakelt, sich teilweise in den verbissen und haben die schubweise runtergezerrt, 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter, also ganz, ganz verrückte Teile, deswegen habe ich auch gesagt, definitiv gibt es heute Abend für mich keine Dusche, ich werde heute Abend hier nicht mehr reinspringen und mich erfrischen, weil ich habe keinen Bock von so einem Kalmar hier in die Tiefe gerissen zu werden. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber die Angelei auf diese Teile ist mega spannend und das zeigen wir euch jetzt, wie das geht. Auf geht's! Wir haben jetzt hier unsere Kalmarstange, da kommt der Köderfisch rauf und das Ganze geht einfach an einen simplen Wirbel mit ein bisschen Blei und da stehen die Kalmare drauf. Ganz einfach und primitiv. Und der Kalmar bleibt dann hier an diesen Zacken hängen? Genau, an diesen Zahnkränzen. Beißt sich in den Fisch fest? Ja. Alter, was für Viecher. Komm ab in die Tiefe mit dem Ding. Arbeitest du da noch mit Licht dran oder ist das Quatsch? Nur der Geruch? Nee, nee, hier ist noch ein Knicklicht oben dran und dazu haben wir dann nochmal ein extra Leuchtblei. Umso mehr Licht, umso besser. Okay, das bauen wir jetzt mal in aller Ruhe zusammen und dann zeigen wir euch mal die komplette Montage und dann lassen wir es hier mal absausen und holen wir den ersten aggressiven Kalmar hier hoch. Mal gucken, ob er in die Pfanne wandert oder als Schwertfischköder rausgeht. Wir angeln heute ja sehr tief. So. Und im Grunde war es das schon. Und fertig. Licht bringt Fisch. Ist beim Belsangeln genauso. Sieht gut aus. Verrückte Montage. Ohne Angelhaken, nur mit so umgebogenen Drähten da unten. Da soll er dran hängen bleiben. Aber ein Kalmar, der Taucher runterziehen kann, der wird sich auch das Ding reinziehen. Lass mal auf Tauchfahrt. Lassen den jetzt komplett zum Grund absinken und kurbeln den dann ganz langsam durch eigentlich alle Wasserschichten wieder hoch bis ans Boot. Und wenn dann so ein Tock kommt, so ähnlich wie beim Zanderangeln, kurz die Rute stehen lassen, die warten und wenn es dann weiter tockt, dann holt dann hoch. Also ihr werdet es nicht mehr erkennen können, aber der Köder geht schon gut nach hinten weg. Wir haben eine gute Drift, Strömung ist aber auch wichtig beim Angeln hier im Meer. Dort, wo die Strömung ist, sind auch die Fische. Lass mal durchsacken. Verrücktes Zeug gibt's, ja? Verrücktes Zeug. So, jetzt werden wir noch die Bleie etwas aufladen, damit sie unter Wasser auch richtig leuchten. Dazu hat Marek jetzt hier eine super tolle Lampe geholt.
Und jetzt guckt mal, wie das jetzt hier schon leuchtet. Oh. Also das ist schon Wahnsinn. Naja, dann schicken wir mal die ganze Sache auf Tauchstation. Ich bin unten. Jetzt, wenn der Mischer seinen Köder runterlässt, fange ich an, meinen langsam hier hochzuziehen. 5 bis 10 Meter. Und dann gehen wir in so eine Haltephase, in so eine pelagische Phase. Kann ein bisschen rumschwappen. Und dann hoffen wir mal, dass der Kalmar den Bait mit dem Taucher verwechselt. Ne, Spaß beiseite, also keine Angst wollen wir euch jetzt machen. Aber das Gerücht gibt es hier in Malle. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ja, ich bin gespannt. Also war ein ganz vorsichtiger Biss beim Ablassen. Ich stoppe immer so alle 10 Meter und auf einmal im Mittelwasser hört er auf zu fallen. Ist wahrscheinlich nichts Großes, aber wäre schon mal ein Anfang. Wir werden es gleich sehen. Ist er noch bei? Jo, der hängt. Nein. Ah, ja, losgelassen. Gibt's doch nicht. Die kommen aber oft noch ein zweites Mal. Den kriegen wir noch. Hier sieht man jetzt ganz deutlich, da war auf jeden Fall was bei. Da brauchen wir einen frischen. So. Das sind richtige Glühwürmchen. So, komm, auf geht's. Aber die Taucher von der Tauchschule, die waren auch später unterwegs. Stellt euch mal vor, das wird bei uns am Baggersee auch gehen. Würde ich jede Nacht mit dem Bellyboot da rausgehen und so ein leckeres Abendessen uns fangen. Vielleicht ist es ganz gut, dass es die Teile bei uns nicht gibt. Marek sagt jetzt gerade, dass wir wahrscheinlich bessere Bedingungen hätten, wenn der Mond etwas voller wäre, mehr Licht auf dem Wasser. Aber das ist ja bei vielen Fischen so. Also ich bin ja auch jemand, der sagt, beim Welsangeln die zunehmende Mondphase und wieder die abnehmende Mondphase vom Vollmond kommen. Das ist eine richtige Bigfischzeit. Müssen wir mal schauen. Wir sind jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde hier zugange. Wollen noch nichts beschreien. Ich glaube, ich habe einen dran. Da ist leichter Tock in der Rute. Ja, ich habe einen. Deutlich schwerer. Da ist was angegangen. Definitiv. Ja, ich habe Fisch. Jetzt merke ich die Schläge. Ich weiß nur nicht genau, wie tief der noch ist. Da kommt er.
Jawohl! Yes. Da haben wir den ersten. Da ist er, der Kollege. Und den hat er sich richtig reingeballert. Verrückte Teile. Und hier unten ist der Schnabel versteckt. Und wenn die Jungs ein bisschen größer werden, dann können die da auch richtig beherzt mit zubeißen. Der kommt jetzt als Köder raus und der nächste kommt in die Pfanne. Aber jetzt werden sie vielleicht aktiv. Verrückte Teile. Einzelhaken hinten in die Flügel und Zwilling in den Kopf. Spannende Sache. Was hast du denn da? Hier haben wir nochmal ein spezielles Blinklicht. Das kommt jetzt 3 Meter vor den KMA auf die Schnur. Also Schwertis stehen auch auf Licht? Auch auf Licht. Ja. Alle Meeresfische? Ja. In der Nacht muss es blinken. Kommt einfach aufgestaut. Ist ja echt verrückt, ne? Aber es blinkt doch gar nicht. Noch nicht. Muss erst ins Wasser. Einmal das Blei da drüben. Und kaum hat das Teil Kontakt mit Wasser, fängt es an zu blinken. So. Jetzt hat das Blei. Auf was für eine Tiefe lassen wir den jetzt runter? Der geht jetzt auf 30 Meter runter. Die andere haben wir auf 20 Meter und der kann ein bisschen tiefer. Ja, bis jetzt durfte keiner in die Pfanne. Aber erstmal gilt es, ein Schwert hier ans Band zu bekommen. Das wäre die absolute Krönung. Mega, mega spannende Atmosphäre hier. Also das macht richtig Laune. Und wir hatten jetzt auch ein paar mehr Tacken. Einen gefangen, es kann schon sein, weil es jetzt richtig dunkel hier draußen ist, dass die noch aktiver werden. Wir haben 130 Meter Wassertiefe und ich schätze mal, irgendwo kam der bei mir im Mittelwasser. Also gar nicht am Grund, sondern schon recht weit oben. Das unterstützt die These, dass die Taucher runtergerissen werden. Sauber, geht das los, nächste. Jetzt fängt es an zu laufen. So. Herr! Petri, zu deinem ersten. Ja, da ist Kalmari. Er. Den ersten Kalmar haben wir auf 20 Meter an der freien Leine mit dem Blei am Gummiband eingehangen. Der nächste geht jetzt gerade hinter uns auf Tauchstation auf 30, 40 Meter. Und dann obendran kommt eine Pose. Keine ganz alltägliche, ein Luftballon. Und im Luftballon wird ein Knicklicht montiert, dass wir alles hier gut beobachten können. Jetzt brauchen wir ein Gummiband und einen Luftballon. Den befestigen wir jetzt auf der Schnur. Das mit den Gummis ist natürlich eine mega simple Befestigung des Luftballons, denn wenn der Luftballon im Drill platzt, können wir einfach die Gummis hier über die Ringe auf die Rolle wickeln. Ja, wir haben keinen Schnurstopper drin, keine feststehende Pose. Könnten wir auch beim Welsangeln einsetzen, die Gummis. Nicht dumm. Und hier hinten laufen die Balloons, die Happy Balloons, die Swordfish Balloons langsam in die Nacht mit dem Kalmar unten dran. Kalmar brauchen wir noch zum Essen. Dann haben wir alles safe.
geht doch jetzt wie am Schnürchen. Ja, ich lasse langsam durch die Finger die Schnur laufen und stopp zwischendurch mal ab. Und dann lasse ich wieder 5 bis 10 Meter wieder Schnur nach und stopp wieder ab. So, Thorsten, Petri, Peng. Wir haben kurz nach Mitternacht. Alles ist ruhig, alles schläft auf dem Boot. Wir haben uns jetzt in einzelnen Schichten eingeteilt, Nachtwache zu halten, die Routen zu beobachten und natürlich auch die Sicherheit hier zu gewährleisten an Bord. Nachts auf dem Meer zu ankern ist nicht ohne, ja. Andere Schiffe sind unterwegs. Treibholz, Treibgut kann kommen, aufs Ankerseil laufen. Und natürlich jederzeit im Schwertfisch einsteigen. Es ist eine spannende Stimmung. Draußen in den Wellen sieht man die Luftballons mit dem Knicklicht dann drin tanzen. Hier direkt hinterm Boot hängt unser Licht im Wasser. Mond haben wir überhaupt keinen, also man sieht gar nichts, kein Licht am Himmel. Und ich denke, je dunkler die Nacht, desto eher wird auch so ein Licht hier mitten auf dem Meer die Fische anlocken. Wahnsinn, die fischereilichen Möglichkeiten hier draußen. Ja, eine Stunde habe ich noch, dann werde ich abgelöst. Mal schauen, Daumen drücken. Guten Morgen, ja, das war eine abenteuerliche Nacht. Wir liegen hier richtig jetzt im Wellenmeer, das Wetter hat sich geändert. Aus dem Schwerti wurde leider nichts. Beim Rutenkontrollieren jetzt eben haben wir gemerkt, dass kaum noch Kalmare an den Haken waren. Andere Kalmare werden die abgesnackt haben. Die fressen sich ja auch gegenseitig, die Jungs. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Platzwechsel machen, umsetzen, weil hier draußen wird es jetzt kaum mehr angelbar. Auch nach meiner Nachtwache beim Pennen bin ich hin und her gerollt, wie so ein Ball auf dem Boot. Naja, wenigstens haben die Kalmare einigermaßen mitgespielt. Wir ziehen weiter. Ich hoffe, dieses kurze Video zur Kalmarfischerei hat euch gefallen. Schwerti wäre der absolute Boni gewesen, aber das sollte nicht sein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.